Am vergangenen Wochenende stand in der Fußball-Mittelsachsen-Klasse die Begegnung zwischen dem SV Fortuna Langenau und dem SV Narsdorf auf dem Spielplan. Es war der 13. im Juni und dieser 13. sollte sich an diesem Tag auch von seiner schwärzesten Seite zeigen. Es regnete Bindfäden, was einen echten Fußballspieler überhaupt nicht von Spielen abhält. Aber da der 13. auch noch Gewitter im Reisegepäck mitgebracht hatte, zu heftig für die angesagte Fußballbegegnung. Sicherheit geht vor. Erstmal nochmal Dankeschön an allen Zuschauern, an allen Fans von Langenau, die uns hier tatkräftig unterstützt haben in Auswärts- und Heimspielen. Schade, dass es heute, sagen wir mal, nicht so das geniale Wetter ist, aber wir sehen trotzdem, über 100 Leute sind wiedergekommen, um uns zu unterstützen. Natürlich geht auch ein herzlicher Dank an den Sponsor Envia M, den Uwe Nestler im Nachwuchsbereich nicht missen möchte. Ja, Envia hat uns hier angeboten, mit zu unterstützen. Unser Nachbar hat sich dort sehr groß eingebracht, der Herr Bartsch. Dankeschön nochmal. Envia wollte uns hier mit diesem Plakat beweisen, dass sie den Sport im Verein unterstützt. Nochmal Dankeschön Herrn Jolewski, der das hier befürwortet hat. Die tun sich vor allen Dingen, sage ich mal, auch in der Nachwuchsarbeit sehr mit ein. Und da kann man schon froh sein, wenn man so einen Sponsor hat, weil es heutzutage kostet ja alles Geld. Und wenn man das in unserer Staffel jetzt sieht, wie viele Mannschaften sich nach der Saison jetzt wieder zurückziehen im Männerbereich und weil sie sich es einfach nicht mehr leisten können, ist es eigentlich schade und da muss man froh sein, dass man sowas hat als Sponsor. Jawohl, an alle Sponsoren, nicht nur Envia, alle Sponsoren, was da geleistet wird, ich meine, es müssen auch immer ein paar Pfänge übrig sein dafür, also ist wirklich ganz große Klasse, was hier abläuft. Mir liegt als Langenauer natürlich auch das Vereinsleben hier besonders nahe und das Unternehmen Envia M-Gruppe unterstützt insbesondere in den Sportvereinen die Kinder- und Jugendarbeit. Und mit dem Herrn Nestler hatte ich hier Kontakt aufgebaut und wir haben hier entsprechende Unterstützung gemeinsam hinbekommen und hier eine kleine finanzielle Hilfe, insbesondere für die Kinder- und Jugendarbeit, für Veranstaltungen des Vereins zustande bekommen. Mit dem Erringen des Vizemeistertitels ist der Aufstieg mehr als verdient. Thomas Müller nahm sich Zeit, für uns ein Resümee zu ziehen. Diese Saison sind wir eigentlich sehr zufrieden. Wir haben zwar die zwei Derbys gegen Brand verloren, das ist schmerzt ein bisschen, aber dadurch, dass wir jetzt aufgestiegen sind, sage ich mal, ist das kein Problem mehr für uns. Und welches Ziel wird jetzt schon angepeilt? Auf jeden Fall erstmal die Klasse halten. Und ich denke, das ist auch realistisch, das ist realisierbar. Aber es wird natürlich ein ganzes Stück Arbeit. Wir brauchen bestimmt noch 3-4 Leute, weil heute verabschieden wir wieder einen langjährigen Mitspieler, den Kratzke Jens. Und dass wir nicht gleich wieder durchgereicht werden, brauchen wir dort schon Verstärkung. Ja, wir wollen hoffen, dass wir im nächsten Jahr gut uns vorbereiten können, sodass wir die nächsthöhere Klasse gut bestehen können, dass wir mitspielen können. Wir wollen sauberen, guten Fußball spielen, so wie wir es im Nachwuchs bei uns in Langenau und Brand-Erbesdorf lernen. Wir sind verantwortlich, ich als Stützpunkttrainer, die Jugendlichen hier zusammenzufügen, in Freiberg als Stützpunkttrainer, natürlich vorzubereiten auf die Spiele, Punktspiele im D-Junioren-Bereich in der Landesklasse, wo wir heute zweiten Platz gemacht haben. Das ist eine sensationelle Leistung und wir freuen uns und sind glücklich, diese Sachen weiterzuführen. Ja, und dann dürfen wir auf keinen Fall die Mannschaft vergessen, bei der sich Trainer Frank Fischer bedanken möchte. Ja, erst einmal möchte ich ein ganz dickes Lob hier an die Mannschaft aussprechen, was die diese Saison geleistet hat. Das ist unglaublich. Also da kann man wirklich nicht meckern. Das ist wirklich absolute Spitze. Und haben sich den Aufstieg auch verdient. Dann möchte ich auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die mit dem Fußball hier in Langenau zu tun haben. Also ist absolut Spitze, was hier abläuft. Also man kann das nicht anders sagen. Die Männermannschaft hatte derweil ein kleines leckeres Dankeschön für Trainer Frank Fischer parat. Uwe Nestler möchte zum Schluss ein paar Worte an alle Fans und Zuschauer von Kanal 9 Erzgebirge richten. So, ich möchte noch mal kurz hinweisen, für unsere A-Junioren ist am 20. das Halali in Flöha, Pokalendspiel, 16 Uhr Anstoß.
am gleichen Tag spielt unsere C-Junioren das Endspiel gegen Bronsdorf, ebenfalls in Flöha. Und um die Kreismeisterschaft der A-Junioren spielen nächste Woche in Oederan. Unsere E-Junioren am 17. Mittwoch, 18 Uhr, Langener Anstoß, spielen wir um die Kreismeisterschaft gegen Penisch. Also Sie merken, ein großes Fest steht vor, die Endspiele stehen an und Langenau ist 4-5 Mal vertreten, mit Brand Erbesdorf natürlich zusammen. Das sind unsere Sachen, die wir machen. Auch die Endrunde der F-Junioren spielen unsere drei Mannschaften der F in Hainichen die Meisterschaft aus. Ich möchte mich nochmal bedanken, auch wenn das Spiel nicht stattfinden konnte. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Wir werden heute noch ein kleines bisschen feiern. Na dann.